Sein Schwert und zog es aus und schlug nach der hohe Priester Knecht und hieb ihm sein Recht Ohr ab. Und der Knecht hieß Malchus. Da sprach Jesus zu Peter: Die Schafe und der Oberhauptmann und die Diener der so anders, der war Kaiphas Schwere, Menschen der Jahre, wo der Priester war. Es war aber Kaiphas, der den Jüden riet, es wäre gut, dass ein Mensch würde Obracht für das Volk. Aber folgete Jesu nach und ein ander Jünger. Derselbige Jünger war dem Hohepriester bekannt und ging mit Jesu hinein in des Hohepriesters Palast. Petrus habe stund draußen für den Tier. Der Jünger, der dem Hohepriester bekannt war, hinaus und redete mit der Töterin und führte ihn ein. Da sprach die Magd, die Töterin, zu Petru: Bist du des Menschen Jünger? Er sprach: Aber die Knechte und Diener und hatten ein Chor vorgemacht. Denn es war kalt und wärmete sich. Petrus aber stund bei ihnen und wärmete sich. Aber der Hohepriester fragte Jesus um seine Jünger und um seine Lehre. Jesus antwortete ihm. Als er aber solches redete, gab der Diener eine, die dabei stunden, Jesus eine Backenstreich und sprach: Solltest du dem Hohepriester also antworten? Jesus aber antwortete:
gebunden zu dem hohen Priester Kaiphas, Simon Petrus schuf und wärmete sie. Da sprachen sie zu ihm, er leugnete aber und sprach, bin's nicht. Spricht des hohen Priesters Knecht meine, Petrus da unten abgehauen hatte, sah ich dich nicht im Garten bei ihm. Verleugnete Petrus aber mal und also bekehrt er an. Und hebet ihn hin und richtet ihn nach Hause.
Geschütze. Da sprachen die Jüde zu ihm. Auf was er fühlet, würde das vor Jesu welches er sagte, da er pumpte, welches Todes er sterben würde. Da ging Pilatus wieder hinein in das Richthaus und rief Jesu und sprach zu ihm. Da schrien sie wieder alles an und sprachen: Nicht diesen, diesen nicht, nicht diesen. Das Wort hörte, führte Jesu heraus und satzte sie auf ein Richtstuhl an der Stätte, die da heißen Hoflaster, auf Hebräisch aber Gabata. Es war aber die Rüsttag in Osten um die sechste Stunde und er sprich zu den Jüden: Welches heiße auf Hebräisch Gott.
das Kreuz und war geschrieben: Jesus von Nazareth, der Jüdenkönig. Diese liebe Schrift lasse viel wühlen, denn die Städte waren nahe bei der Stadt, da Jesus gekreuzigt ist. Es war geschrieben auf der Bibel, griechische und lateinische Sprachen. Da sprachen die Hohepriester der Jüden zu Pilatus: Schreibe! Die Kriegsknechte aber, dass sie Jesum gekreuziget hatten, nahmen seine Kleine und machten verteilen. Eine jeglichen Kriegsknechte sein Teil, dazu auch den Rock. Der Rock aber war ungenäht, von Norden an durch und durch. Da sprachen sie untereinander: Lasset uns den Richter. Auf das erfüllet werde die Schrift, die das saget: Sie haben meine Kleine unter sich geteilet und haben über meine Rock das Los. Solches taten die Kriegesknechte, es tun aber bei dem Kreuze Jesus seine Mutter und seine Mutterschwester, Maria Kleophas Mai und Maria Magdalena. Da nun Jesus seine Mutter sah, den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Freund, siehe, das ist dein Sohn. Darnach spricht er zu dem Jünger: Das ist deine Mutter. Und von Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, dass die Schrift erfüllet würde, spricht er: Mich dürstet. Das tun dein Gefäßen voll Essigs, sie füllet aber eine Schwamm mit Essig und legte ihm und einen Isopen und hielten es ihm dort zum Munde.
Menschheit stieg von oben an bis unten an. Tag willen